So, einen wunderschönen guten Morgen hier vom, was haben wir denn heute, 19. März, morgens direkt an den Bienenstand. Ja, was gibt es am Bienenstand zu tun? 19. März, also wir haben jetzt nochmal richtig kalte Nacht gehabt mit minus 4 Grad zum Teil. Und jetzt bin ich gleich morgens zu den Bienenständen gegangen, weil wir hatten jetzt ein paar Tage kein Flugwetter. Und dann nutze ich das einfach, um die Böden zu tauschen. Fragen sich einige, warum Böden tauschen? Ist nichts routinemäßig. Ich habe mir die umgebaut, dass da eben praktisch ein U-Winkel draufgeschraubt ist. Zwei Böden zusammengeschraubt, ein U-Winkel drauf, dass die Zargen einfach nicht mehr verrutschen, ja, dass die noch sicherer stehen. Habe ich mir abgeschaut in Kanada. Und ja, ist für mich einfach die schönste Lösung, ne? Weil zusammenschrauben, Bodenzarge will ich nicht. Ich will die Gewichtskontrolle machen. Ich will auch mal eine Brutraumzarge austauschen können. Und diese Spannbügel, wo es da gibt, finde ich jetzt auch nicht so geil, weil bis die überall hingetüttelt sind und dann passt es mal an der einen Zarge, an der anderen hat man vielleicht eine andere Schablone genommen oder was weiß ich. Ja, war mir auch viel zu aufwendig, ja. Also mit dem Modell mit diesen U-Bügeln, die habe ich mir aus Edelstahl rausgeschnitten. Ja, gut, ein bisschen Tag beschäftigt, dann baust die Böden, also tauscht die Böden einfach aus, Bienenstand für Bienenstand. Und gut ist, ja. Also ist ja kein Hexenwerk. Bei der Gelegenheit natürlich hebst du jedes Bienenvolk an, weil du es umsetzt, hast auch gleich nochmal den Futtervorrat kontrolliert. Ganz selten jetzt, ne, dass ich eins finde, wo ich noch ein bisschen Futter gebe. Wir sind auch nicht mehr so in der Bedrängnis. Der Wetterbericht bringt 17 Grad nächste Woche. Hier oben die wilden Zwetschgen und schieben schon ihre Blätter. Die Kirschen sind schon, ja, gebt uns da noch 10 Tage, vielleicht maximal 2 Wochen, dann sind wir hier aber voll dabei. Und das ist auch schön, ja. Also dieses Jahr, die Bienenvölker sehen richtig cool aus. Also ich bin echt sehr zufrieden. Wir hatten voll viel Regen jetzt auch. Das freut ja den Raps vor allem. Also die Voraussetzungen sind jetzt mal gegeben. Hatten wir schon schlechtere Startbedingungen, sodass ich da ganz zuversichtlich bin, dass wir da die nächste Zeit eine reiche Ernte einfahren, wenn es natürlich das Wetter zulässt, ja. Also 4 Wochen Regen brauchen wir dann auch nicht unbedingt. Hat man auch schon. Ne, wir haben es auch schon in der Rapsblüte die Bienenvölker gefüttert. Also wie gesagt, ist vieles möglich und ja, genau. Wir schauen uns einfach jetzt mal kurz den Bienenvolk an. Dann könnt ihr euch so ein bisschen schauen, wie sehen die bei mir gerade aus. Mit was bin ich zufrieden. Und ja, dann soll es auch schon wieder bald gewesen sein. Ja, wenn wir da gerade hinlaufen, faszinierend, ne, was hier gerade bei den Imker-YouTube-Kanälen losgeht. Also letzte Woche hatte mich eine Abonnentin angesprochen, dass hier in einem Imker-Kanal, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, da dann sehr verunglimpft worden ist. Und da denke ich halt auch, hey Jungs, ja, also bei aller Liebe, aber so schlecht ist es nicht. Es gibt ja voll viele Dattandimker. Gefühlt werden sie ja immer mehr. Ich weiß nicht, was da manche Leute reitet zu solchen dogmatischen Aussagen, die vielleicht auch ein bisschen, ja, ich will da jetzt nichts dazu sagen. Ja. Also ich hoffe, dass wir auf diesem Kanal offen mit allen Themen umgehen können. Und bei meinen Imkerkursen handhabe ich ja auch so. Ne? Da sind ja auch Leute dabei, die einen Sander imkern. Da sind Leute dabei, die in der Bienenbox imkern. Die Biene ist die gleiche, die Logik ist die gleiche. Also wie man das so über Zargengrößen, Bienenkästengrößen herziehen kann und auch über die Rähmchen, ne, Hoffmann und Polsternagel. Also ihr wisst ja, ich schaue eigentlich keine deutschen Imkerkanäle, weil mich dieses Klein-Klein und dieses Dogmatische, das ist nicht meins, ne, da kann ich nicht mit. Alles hat Vor- und Nachteile. Vieles funktioniert auch gut, es muss zu einem passen, es muss zur Region passen, es muss zum Geldbeutel passen, es muss zum Ziel der Imkerei passen.
Also da will ich doch mal sagen, dass wir da offen sind für vieles. Und ja, meine ich habe diesen Menschen oder ich schätze ihn sehr, was er früher erarbeitet hat. Aber irgendwie rutscht das alles gerade ein bisschen in eine Schiene, wo mich einfach immer mehr bestärkt, vor allem Imkerkanäle, wenn Imkerkanäle, dann in Übersee zu schauen, weil die sind da irgendwie entspannter drauf. Ja. Naja, egal, jetzt wollten wir uns ein Bienenvolk anschauen. Welches schauen wir uns an? Ja, das ist eine gute Frage. Wir wollen es willkürlich machen. Wir nehmen das da. Ja, so sehen die aus, ne? Man sieht es auch hier wieder. Wir haben jetzt auch hier wieder den nächsten dogmatischen Punkt gesehen oder Streitpunkt oder aus meiner Sicht ein bisschen überhöhten Punkt ist dieses extreme Schieten. Also hier, die kann man sicherlich enger setzen oder hätte sie enger setzen können. Kann man immer noch machen. Aber ja, das ist ja eben seine eigene Sache zum Glück. Ja, genau, sonst hatten wir gestern auch ein bisschen den ersten Live-Chat für die Kanalmitglieder. Da war auch die Frage vor allem, was mit Futter ist. Und ja, wie gesagt, also so 4 Kilo Futter, finde ich, sollten da bei uns jetzt schon noch drin sein. Du weißt ja auch nie, wie es Wetter wird, auch wenn der Raps blüht. Und lieber hast du ein bisschen mehr Futter drin wie zu wenig. Ja, das kannst du ja immer noch rausnehmen und für Jungvölker, für Kunstschwärme oder was auch immer verwerten. Also am Futter zu sparen jetzt im Frühjahr, ist halt extrem, kann extrem teuer werden, weil es einfach das Volk ja total in der Entwicklung hemmen kann. Und die Biene, die jetzt nicht schlüpft, da schlüpfen ja dann auch viele im Folge des Jahres nicht. Ja. Also ich habe da eine kleine Anekdote, dass auch mir manchmal was passiert. Ich habe ein Bienenvolk vom Imkerkurs von den Stadtbienen in Kunshoch. Da bin ich vor 2 Tagen hingekommen, Futterkontrolle. Weiß ich nicht, warum ich da das vorher nicht gemerkt hatte, weil ich war da schon mal und da waren die praktisch komplett leer. Ja, da hast du richtig gemerkt, wie die sich so in Zeitlupe bewegen. Also vielleicht eine, ja, 2, 3 Stunden später und die wären leider verhungert gewesen. Und dann ist halt die Frage, was machst du? Also da hilft eigentlich nur Flüssigfutter komplett in die Traube gleich rein. Also flüssiges Zuckerwasser, einfach ein paar Spritzer direkt in die Traube. Und ja, das mache ich jetzt jeden Tag. Und habe auch oben einen Honigglasdeckel voll hingestellt und ein bisschen Futterteig, dass sobald es warm wird, dass die sich selber bedienen können. Aber weil wir jetzt ja, wie gesagt, gestern und heute noch kalte Tage haben, fahre ich da halt vorbei und gebe denen da jedes Mal 2, 3 Spritzer rein. Und dann werden die das auch überleben. Das wird natürlich logischerweise nicht das Bombenvolk werden. Ist auch sehr ärgerlich, dass, aber ja, wie gesagt, auch mir passieren manchmal Fehler. Also ich war da im Vorfeld, habe die Bienenbox auch angehoben und habe eigentlich das Futter für in Ordnung befunden anscheinend. Ja, weiß ich nicht. Entweder war mein Arm an dem Tag total aus dem Gleichgewicht oder ja, mei. Sind wir mal froh, dass wir es so noch erwischt haben, dass es überleben wird, dass wir das Bienenvolk auch wieder gut hinkriegen. Königin lebt, die habe ich durch Zufall gesehen, ich habe es jetzt nicht gesucht. Ja, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz diesen Winkel, das haben wir jetzt, oder habe ich ja ein bisschen, ich bin ja hier der Regisseur, Moderator und alles zusammen, das habe ich jetzt ein bisschen hier verbummelt. Und dann soll es auch schon wieder gewesen sein. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, Abo und ja, das nächste Video kommt dann bestimmt. So, jetzt schwenke ich euch kurz wieder rum in meinen geilen Laderaum von dem T4. Ja, und da seht ihr hier, das sind im Prinzip einfach Edelstahlwinkel aufgeschraubt in der Mitte, hinten noch einer und dann sitzt da der Boden praktisch. Wo seid ihr? Dann sitzt da der Boden praktisch
bombenfest drauf. Die Brutraumzarge sitzt drauf und dann ist es einfach der Deckel, der Honigraum, der noch rutschen kann, aber der wird ja meistens schön mit Propolis, mit Wachs hingeklebt. Und dann sind wir da in Zukunft viel sicherer unterwegs und es passiert nicht mehr diesen Fehler, wo ich weiß nicht, ob im Video ist, bei der Waldwanderung, wo ich die Wanderkarre vorgestellt habe, passiert eben nicht mehr der Fehler, dass die Brutraumzarge vom Boden rutscht. Ich meine, das ist jetzt nicht umgefallen, aber es ist halt nervig. Und ja, dann sind wir da, auch wenn wir über Wurzeln, Steine und Geröll fahren, sind wir da in Zukunft sehr sicher unterwegs. Und das für, ja wie gesagt, ohne Austausch der Böden, jetzt einen Tag Arbeit, 30 Euro Material, ja 30 Euro plus 6 Fleckscheiben, also 36 Euro Material, ein Tag Arbeit, nicht mal. Und ja, sag mal, komplett mit Austauschen habe ich es ja nicht am Stück gemacht, aber komplett mit Austauschen 2 Tage Arbeit. Ist nicht ganz fair, ein bisschen mehr, aber ja, es hat immer, wenn man halt mal eine Stunde Zeit hat, dann schraubt man da ein paar so Dinger drauf. Also das ist ja, und jetzt tausche ich es eben aus, genau das wollte ich auch noch sagen, das habe ich auch vorher vergessen. Jetzt tausche ich es eben aus, weil jetzt sind sie nicht geflogen und dann kann ich sie auch noch ein bisschen einfach geschickter verstellen oder so. Völker vielleicht auch austauschen und habe da kein Problem und die fliegen sich auf diesen Standort dann wieder ein, wenn sie dann morgen oder übermorgen anfangen zu fliegen und fertig ist. So, jetzt aber endlich ein Punkt. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg bei Fragen, haut sie in die Kommentare und ja, wie gesagt, viel Spaß.